Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einer neuen Kameraperspektive. Ja, nach einer Woche Regenzeit konnte ich jetzt endlich mal die neue Perspektive der Kamera ausprobieren. Ich weiß aktuell noch nicht, ob das nicht zu hoch oder zu niedrig ist. Ich bin jetzt seit einer Woche das erste Mal wieder auf dem Motorrad und muss mal schauen, wie ich da den Winkel einstellen kann. Platziert habe ich die Kamera ja recht umständlich mit einigen Zwischenstücken. Werde ich aber noch anpassen, habe ein paar andere Zwischenstücke bestellt, weil halt nicht alles so gepasst hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Deswegen sehen auch die Schrauben noch relativ wild aus. Aber das werde ich dann später mit normalen Schrauben dann kombinieren, denn einige davon muss man ja nicht öffnen. Mehr, wenn man die einmal eingestellt hat, und die Schraube zum Öffnen der Kamera, die lasse ich dann halt mit diesem normalen Verbindungsstück, wie man das halt kennt, von GoPros, und kann diese dann schneller wechseln. Ich habe mir diesen Winkel bzw. die Kameraposition ausgesucht, weil ich halt gemerkt habe, ja, das ein Drittel des Bildes ist halt überhaupt nicht mehr sichtbar, wenn man die Kamera seitlich angebracht hat. Und das passt so mir persönlich ein bisschen besser. Ob ich das so beibehalten werde, weiß ich nicht. Ich habe natürlich noch den Klebepad an der Seite. Aber ich fand das immer bei den anderen Fahrern an der Front auch immer besser. Der Nachteil an dieser Konstruktion ist, dass mein Helm relativ stark nach unten gezogen wird. Jetzt fängt es an zu regnen, spitze. Und ja, dass ich dann halt relativ viel Druck nach unten habe. Aber ich glaube, daran gewöhnt man sich genauso wie an den Zug, den man hat, wenn man die Kamera an der Seite trägt mit dem Gegenwind dann. Ja, immer schlimmer hier. Und ich spüre schon, wie die Feuchtigkeit durch die Jacke und durch meinen Pullover kommt. Das ist ein Scheiß. Es sind leider noch 2 Kilometer bis zu Hause. Dann werde ich noch mal schön nass. Und das sind nur ca. 10 Grad. Ja, es wird Zeit für eine echte Jacke, die auch wasserfest ist. Dann war es das auch schon gleich mit der kurzen Ausfahrt. Ich habe keine Lust, im Regen zu fahren, zumal meine Jacke nicht regenfest ist, meine Handschuhe nicht imprägniert sind. Kann ich gleich wieder nach Hause fahren. Und das Motorrad unterstellen. Pech gehabt. Es sah eigentlich noch recht gut aus und hat auf einmal angefangen zu regnen. Und cool. Und der Asphalt ist echt glatt. Das spüre ich schon, wenn ich nur meinen Fuß hier aufstelle. Muss man ja nichts riskieren, weil man nicht unterwegs sein muss.